weiß nicht, ob die schon fertig sind. Hast du einen? Ja. Das ist schon fertig, da haben wir nicht so viel Vorbereitung. Das ist unser Hauswand hier. Und das, was wir bei den ganzen Bretter haben, weiß ich nicht, alles ausgehen heute Abend. Das geht dann wieder einfach zurück. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Para mí es una gran alegría que estemos hoy reunidos para escuchar al señor David Forrat, periodista y miembro de Red del Val, quien nos contará sus experiencias e informaciones obtenidas en el tiempo que estuvo en esta zona de Cajamarca, en Perú, donde se encuentra la compañía minera Yanacocha. Espero que le podamos escuchar con mucho interés y atención. Y muy importante, agradecerle su presencia y su tiempo que nos daría hoy de Versailles en Cindy, un Gerdade Forrat, su sugeren, al reporta un Mitglied de Serain Red del Bellingwald. Es wie uns seine Fahren, sowie über seine gewonnenen Informationen berichten, die er wegen seines Aufenthalts in dieser Region Peru, in Cajamarca, Peru, gewonnen hat, dort, wo er sich die Yanacocha-Mine befindet. Oder den Vortrag von David Forrat auf Spanische zu übersetzen bzw. zu resümieren und dann das Publikum einzuladen, Sie einzuladen, aktiv auch den Abend zu gestalten, indem Sie Ihre Fragen stellen und dann auch Ihre Beiträge dazu liefern. Zu David Forrat, wie Teresa schon eingeführt hat, er ist Umweltredakteur beim Hamburger Verein Rettet den Regenwald e.V. und von 2009 bis 2010 arbeitete er für die Umweltorganisation Grufines in Cajamarca in Peru zum Thema Bergbau und seine ökologischen und sozialen Folgen. La Asociación Sin Ánimo de Lucro, radicada en Hamburgo, Rettet den Regenwald e.V., que es traducido Salven a la Selva. De 2009 al 2010 trabajó para la organización medioambiental Grufides en Cajamarca, en Perú, tratando el tema de la minería y sus consecuencias ecológicas y sociales. Para poder evaluar claramente la situación en torno a la mina de oro más grande de Latinoamérica, Yanacocha, viajó a otras zonas mineras e hizo entrevistas a muchas personas, a activistas, a campesinos, a políticos y a empresarios. Guten Abend. Ja, vielen Dank, Teresa Soto und die Gemeinde San Marcos Hohe Luft für die Einladung und dass ich meinen Vortrag hier präsentieren darf. Ich wurde ja eben schon vorgestellt, mein Name ist David Vollrath. Ich arbeite als Umweltredakteur für Rettet den Regenwald. Ich muss das nicht mal wiederholen, Sie hatten das jetzt eben schon in zweifacher Ausführung. Ich war von September 2009 bis September 2010 für ein Jahr in Cajamarca und habe dort im Rahmen eines Freiwilligenprogrammes für die Umweltorganisation Grufides gearbeitet. Bevor ich da nach Peru bin, nach Cajamarca, hatte ich mit dem Thema Bergbau und dessen soziale und ökologische Auswirkungen nicht so viel zu tun. Also das war auch für mich ein neues Feld. Ich hatte vorher in Jena und in Polen, aus der Region Ramaca, der auf seinem Transparent hat, das La Vida no se vende, La Vida se defende, das heißt, das Leben ist nicht zu verkaufen, das Leben muss verteidigt werden. Das scheint zu funktionieren, sehr gut. Für diejenigen, die sich in Peru... Jetzt stehe ich im Bild, okay. So, so ist es doch besser. Musst du gucken, dass es keine Rückkopplung gibt. Am Anfang der Präsentation habe ich eine kleine Landeskunde vorab gestellt, weil ich gehe davon aus, dass vielleicht nicht jeder schon mal im Büro gewesen ist, nicht jeden Tag in den Atlas schaut und sich die Umrisse von Peru anschaut. Aber die geografische Beschaffenheit des Landes ist unheimlich wichtig für den weiteren Inhalt des Vortrages. Also Peru
teilt sich in drei geografische Zonen. Das ist einmal, wenn wir jetzt im Westen anfangen, an der Küste, der Küstenstreifen, die sogenannte Costa. Die Naturzone an der Costa ist Wüste bis Halbwüste, also es gibt dort Teile, das werden Sie gleich nochmal auf einem Foto sehen, die, ich war noch nie in der Sahara, aber so kann ich mir die Sahara vorstellen, wie es dort aussieht. Also es ist auf jeden Fall eine sehr trockene Küstenzone, die einer Wüste entspricht. Der braune Streifen ist die Andenkordillere, das ist eben der berühmte Andengürtel, ein Hochgebirge, das bis auf knapp 7000 Regenwaldgebiet von Peru, die sogenannte Selva. Die Zahlen, die da an der Seite stehen, die Costa von der Fläche her beträgt 11% des Landes, aber 52% der Peruanerinnen und Peruaner leben an der Küste. Das erklärt sich dadurch, dass sich an der Küste die urbanen Zentren des Landes befinden, Lima, Chiclayo, Trujillo, und das sind die großen städtischen Zentren des Landes, wo sich natürlich sehr viele Bevölkerung konzentriert. Der Andengürtel beheimatet immerhin noch 37% der Bevölkerung und die selber, das Regenwaldgebiet, ist zwar von der Fläche her der größte Anteil des Landes, aber dort leben die wenigsten Menschen, 11%. Das liegt natürlich auch an der geografischen und klimatischen Zone dort. Um das nochmal bildlich darzustellen, ganz links, wie jetzt eben auch bei der Karte, ganz links ist ein Bild von der Küstenregion. Das habe ich aufgenommen in Ica, das ist im Süden, an der südlichen Küstenseite Perus. Wie Sie sehen, ist es dort wirklich wie eine richtige Sandwüste teilweise. Und mit so kleinen Oasen und man hat gar nicht das Gefühl, lateinamerikanischen Land zu sein, sondern man fühlt sich eben eher an die Sahara erinnert. Es ist eben auch ganz wichtig, dass dieser Küstengürtel aufgrund seiner geografischen und klimatischen Beschaffenheit natürlich sehr wenig Wasser hat, sehr wenig Möglichkeiten auch für die Landwirtschaft bietet und der Küstengürtel eigentlich eher so aufgrund eben auch der städtischen Zentren sich dort viel Dienstleistung abspielt und ein wenig Industrie, das wenige an Industrie, was Peru hat. In der Mitte, wir fahren jetzt imaginär die Andenkordillere hoch in die Berge. Das war auf dem Weg von Lima über Chiclayo nach Cajamarca, die Region, auf die wir uns dann später in der Präsentation konzentrieren werden. Bei Cajamarca gehen die Berge in etwa so bis 4.500 Meter hoch. Und wenn wir dann die Ostseite wieder runterfahren, dann kommen wir in die Regenwaldregion, tropischer Regenwald, wie wir ihn aus Filmen und Fernsehen kennt oder aus Bildern oder aus Dokumentationen. Sehr heiß, sehr grün, sehr feucht, 90% Luftfeuchtigkeit, 35 Grad Celsius. Das sind so die drei klassischen geografischen und klimatischen Zonen von Peru. Was oft unterschätzt wird, ist, dass Peru unheimlich vielfältig ist. Es ist ein sehr heterogenes Land. Ich sage immer, es ist schwierig, von nur einem Peru zu sprechen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, es gibt ganz, ganz viele Perus, ganz viele verschiedene Perus, die alle für sich genommen sehr einzigartig, sehr schön sind, sehr unterschiedlich sind. Und diese Vielfältigkeit an verschiedenen Kulturen, an Sprachen, an Musik, an Essen, das hat für mich in der Quintessenz Peru ausgemacht und einmalig gemacht, die Verschiedenheit. Und das zeigt sich eben auch an der ethnischen Zusammensetzung, also an der Bevölkerung. Das sind Zahlen, die habe ich jetzt, die habe ich nicht selbst erhoben, sondern die habe ich aus irgendwelchen schlauen Büchern geholt oder aus irgendwelchen schlauen Statistiken. Und die sagen, dass sich die Bevölkerung Perus zu 48% aus sogenannten Mestizen zusammensetzt. Mestizen sind quasi die Nachkommen der spanischen Kolonialherren, gemischt mit der eigentlich heimischen peruanischen Bevölkerung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, dass 45% der Peruanerinnen und Peruaner indigenen Ursprung haben, Indigenas sind. Das ist ganz interessant, wenn man die Peruanerinnen und Peruaner selbst befragt, dann wird man zu einem geringeren Ergebnis kommen. Also diese 45% Erhebung, das war eine große ethnologische, anthropologische Studie der WHO,
die hat das ganz genau erhoben, aber das indigene Selbstbewusstsein in Peru ist nicht so stark ausgeprägt, dass sich wirklich 45% der Peruanerinnen und Peruaner zu ihrem indigenen Ursprung bekennen. Das ist zum Beispiel anders in Bolivien. Wenn man in Bolivien die Leute fragt, dann kommt man auf einen indigenen Anteil von über 70%, weil die Leute einfach eine engere Verbindung zu ihrem kulturellen Ursprung haben. Das ist in Peru nicht so ausgeprägt, dafür gibt es vielfältige Gründe. Einer ist sicherlich immer noch die virulente Diskriminierung von Menschen indigenen Ursprungs, die eben auch in Peru, aber eben auch in anderen Ländern Amerikas immer noch vorhanden ist. Die Zusammensetzung dieser verschiedenen indigenen Gruppen, die zwei größten sind die Quechua, die Aymara, die sich vor allem in der Andenkordillere konzentrieren, also das sind die sogenannten Hochland-Indigenen, die vor allem, in dem Andenraum wohnen. Und dann gibt es noch 75 ethnolinguistische Gruppen, die sich vor allem in dem Regenwaldgebiet Perus konzentrieren. Das sind sehr viele kleine indigene Gruppen, die im gesamten Amazonasgebiet Perus leben, oftmals von wenigen hundert Angehörigen dieser indigenen Gruppe bis hin zu ein paar tausend. Und das ist eben sehr interessant, die sprechen alle ihre eigene Sprache, viele haben ihre eigenen kulturellen Wurzeln bewahrt, ihre eigenen Traditionen. Das ist ein unheimlicher Schatz, so bin ich der Meinung, Peru sich unbedingt bewahren sollte, weil natürlich mit jeder dieser Gruppe auch unheimlich viel Wissen über das Land, über die Geschichte und über die verschiedenen Traditionen und Kulturen des Landes mit einhergehen. Ein weiterer Punkt, der ganz interessant ist, vor allem, also natürlich in der Regenwaldregion, gibt es bewusst, also man weiß, dass dort 15 unkontaktierte Gruppen leben an indigener Bevölkerung, das heißt Gruppen von Indigenen, die den Kontakt zur sogenannten Zivilisation, also zur Mehrheitsgesellschaft Perus, bis jetzt nicht eingegangen sind. Aus verschiedenen Gründen. Aus Bedrohungsszenarien, aus der Angst heraus, eben die eigenen kulturellen Wurzeln zu verlieren. Immerhin gibt es in Peru eben noch 15 dieser unkontaktierten Gruppen, wahrscheinlich noch mehr. Ich vergaß eben bei der Regenwaldgeschichte zu erwähnen, dass Peru im gesamten Amazonas-Regenwald den zweitgrößten Anteil hat an Brasilien. Also Peru hat knapp 17% der gesamten Amazonas-Regenwaldfläche auf seinem Territorium, nur Brasilien hat mehr. Und 7% Afro-Peruaner, die leben vor allem in der Umgebung um Ica, an der Küstenregion, das sind natürlich Nachkommen der ehemaligen Sklaven, die zur Kolonialzeit von Afrika nach Peru verschifft wurden. Ich steige jetzt mal gleich mit Caramarca ein. Caramarca hat einen unheimlich wichtigen kulturellen Wert für das Land Peru. Caramarca ist nach Cusco eine der kulturellen Hochburgen mit einer unheimlich langen Geschichte, mit leider einem traurigen Ende, weil in Caramarca letztendlich die Kolonialgeschichte bzw. die Oberherrschaft der Spanier über das Inka-Reich besiegelt wurde, denn Atahualpa wurde in Caramarca ermordet von den spanischen Kolonialherren. Es gibt, dann kommen wir auch zum Thema Gold, eine Goldkammer in Caramarca, direkt im Stadtzentrum. Das ist eben die Geschichte, als die Spanier Atahualpa festgenommen haben, verhaftet hatten, gefangen genommen hatten, haben sie die Anhänger Atahualpas aufgefordert, diesen Raum in der Höhe, also wenn man sich ausstreckt, den Arm nach oben, ist da eben mit Gold und Silber zu füllen. Und wenn sie dies schaffen, dann würden sie eben Atahualpa wieder freilassen und die Inka-Kultur könnte fortleben. Die Anhänger Atahualpas kamen dieser Erpressung nach, haben diesen Raum gefüllt bis Hand hoch. Und die Spanier haben ihr Versprechen nicht eingehalten und Atahualpa trotzdem ermordet. Und das ist, glaube ich, der Anfang so der Geschichte mit dem Drama um das peruanische Gold. Aber nicht nur die Stadt Caramarca, dort sehen wir in der Mitte sehen wir die alte Kathedrale Caramarcas. Caramarca hat einen der ältesten Plaza de Armas, also Plaza de Armas ist sowas wie der Hauptplatz von
von lateinamerikanischen Städten. Und der in Caramarca ist einer der ältesten Lateinamerikas. Ebenso die Kathedrale. Aber nicht nur die kulturellen Schätze in der Stadt Caramarca laden dazu ein, die Region Caramarca zu besuchen, sondern auch rechts unten ist das Baños de Inca, eine Thermalquelle, eine traditionell hergebrachte Thermalquelle, in der selbst in der Atahualpa und wohl auch so seine Vorfahren schon gebadet haben. Dort kommt Thermalwasser direkt aus dem Boden in einer Temperatur um die 50 Grad, glaube ich. Also ich war selbst da, aber ich habe das nicht gemessen, aber ich habe da irgendwo gelesen, es waren so 45 bis 50 Grad. Ist ein sehr angenehmes Bad. Danach kommt man, wenn man dort eine halbe, man darf auch nicht länger als eine halbe Stunde drin sein, weil gewisse ätherische Substanzen mit drin sind, aber natürliche ätherische Substanzen, die mit aus dem Boden kommen. Und dieses Baño de Incas hat für die Menschen in Caramarca eine unheimlich wichtige Bedeutung. Also jeder Caramarquino und jede Caramarquina, also jeder Mensch, der in Caramarca lebt, zumindest habe ich das so erlebt, geht mindestens einmal die Woche dorthin und badet sich. Aus einem gewissen rituellen Grund wahrscheinlich. Aber natürlich auch für die Tourismusindustrie, also für den Tourismus von Caramarca, spielt dieses Baño de Inca eine große Rolle, denn es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es gibt dort Sportanlagen. Um dieses Baño de Inca hat sich auch eine gewisse Hotelindustrie, Übernachtungsindustrie entwickelt. Und die Tourismusbranche in Caramarca selbst weiß auch diesen Wert der Baño de Inca zu schätzen und versucht das auch auszubauen. Auch in dem Fall spielt der Bergbau, da komme ich dann später noch zurück, eine unglückliche Rolle. Andere Punkte in Caramarca sind die wunderschöne Andenhochlandschaft, die sich auszeichnet durch sehr viel Grün, durch hügelige Landschaften, durch surreale Felsformationen, die man dort beim Wandern sehen kann. Durch total klares Wasser und eben auch durch diese Hochlandseen, durch diese Hochlandlagunen, die laden zu Baden ein, weil sie wunderschön sind, total blaues Wasser, wenn sie dann noch im natürlichen Zustand sind, aber natürlich immens kalt, also man kann da nicht reingehen, das ist irgendwie, ich habe es mir nicht getraut, das ist wirklich furchtbar kalt, aber es lädt ein zum Verweilen, noch ein Picknick zu machen, mit Freunden war ich auch öfter mal zelten und es lohnt sich. In Caramarca leben 200.000 Menschen und vor allem die landwirtschaftliche Kultur Caramarcas sieht man auch in der Stadt, weil dort wird überall ein großes Angebot an verschiedenen Spezialitäten, sehr viel Obst, sehr viel Früchte, Fische aus den Lagunen, aus den Bächen, aus den Flüssen der Region. Natürlich viel Reis, Quinoa, Mais und auf den Märkten in Caramarca sieht man eben auch die Vielfältigkeit der peruanischen Küche und der peruanischen Lebensmittel, die dort angeboten werden. Und in der Mitte dort oben, das ist vielleicht für die europäischen Geschmäcker, Gaumen und Augen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist eine Hochland-Spezialität. Die hierzulande eher als Haustier gehalten wird, das sind Meerschweinchen. Die gelten in der Andenregion, nicht nur in Peru, sondern auch in Ecuador, als Spezialität. Sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man sie dort sieht und auch wenn sie auf dem Teller liegen, dann sehen sie auch nicht viel anders aus, ein bisschen brauner. Aber sie schmecken sehr gut. Sie schmecken sehr gut und wenn man sich auch darüber bewusst wird, dass die Leute das nicht nur essen, weil es gut schmeckt, sondern es hat auch einen ernährungswissenschaftlichen Hintergrund, denn das Fleisch von Meerschweinchen ist sehr fettarm, hat aber dafür sehr viele Proteine und ist sehr, sehr nahrhaft. Und das ist in der Hochlandschaft der Anden unheimlich wichtig, viele Proteine, viele Nährstoffe aufzunehmen, weil eben auf 4000 Meter die Luft ziemlich dünn ist und der menschliche Körper sehr, sehr viel Energie braucht. Und das liefert eben das Fleisch der Meerschweinchen. Und vor allem ist es auch kulturell sehr wichtig, wenn man irgendwo eingeladen wird in Caramarca, vor allem auf dem Land bei Bauern, dann ist das ein obligatorisches Einladungsessen für den Gast. Und das bedeutet etwas ganz Besonderes, wenn dann dort Meerschweinchen à la Casa auf dem Tisch kommt.
Dort haben wir, das ist Cesar, mein peruanischer Schwager quasi. Ich habe in einer Bauernfamilie gelebt, die aber direkt in der Stadt Caramaca gelebt hat. Die hat noch eine der wenigen ursprünglichen Bauernhöfe in Caramaca Stadt gehabt. Und auch meine Gastfamilie hatte eben auf ihrem Bauernhof eine Meerschweinchenzucht. Aber das ist kein alltägliches Essen, das muss man dazu sagen. Meerschweinchen, auch Fleisch überhaupt, ist zumindest bei meiner Familie war das so, meiner Gastfamilie war das so, kein alltägliches Essen, sondern es kommt, ist so eine Art Sonntagsbraten, also schon was Spezielles. Aber was ich damit mit diesem Bild Potpourri hier zeigen möchte, ist, dass die Region Caramaca eben sehr landwirtschaftlich geprägt ist. Also auf der einen Seite natürlich die Meerschweinchen, die wir jetzt erwähnt haben. Das in der Mitte ist einer der größten Viehmärkte Nordperus. Dort treffen sich einmal die Woche die Bauerngemeinden Caramacas und tauschen, verkaufen und kaufen ihr Vieh. Auf der rechten Seite sehen wir oben natürlich die Vielfalt an Kartoffelsorten, die in Peru wirklich einmalig ist. Hier, wenn man hier in die Kaufhalle geht, kriegt man, wenn es hochkommt, vielleicht so 3-4 verschiedene Kartoffelsorten abkommt. Festkochen und redig kochen und vielleicht noch ein bisschen was anderes. Vielleicht noch eine Süßkartoffel. In Peru gibt es wohl, ich bin kein Kartoffelexperte, aber wohl um die 2.500 verschiedene Kartoffelsorten. Und jedes Essen wird eigentlich auch mit einer bestimmten Art von Kartoffelsorte zubereitet. Und Kartoffel ist ein Kulturfrucht Perus und wird eben auch dort vor allem in den Anden Hochlagen kultiviert, gepflegt und ist ein integraler Bestandteil der peruanischen Landwirtschaft. Die Schafzucht ist noch sehr wichtig und links unten sehen wir auch Kakaoanbau. Das ist eher ein neuerer Trend in der Landwirtschaft Perus. Da gehen die Bauern auch mit dem Weltmarkt, denn Kakao und Kaffee wird auf dem Weltmarkt immer beliebter und das Klima in dieser Zone eignet sich eben auch gut zum Kakao- und Kaffeeanbau. Jetzt kommen wir zum Thema Bergbau. Einen Punkt will ich voranstellen. Mit dem Thema, beziehungsweise dass ich mich als sogenannter Gringo, wie man als hellhäutiger Mensch in Peru oft bezeichnet wird, mit dem Thema Bergbau auseinandersetzt, dann stößt man oft auf Ablehnung auf Ressentiments und dann wird mehr oder weniger beschuldigt, dem Land Peru die Entwicklung absprechen zu wollen und die Bergbaugegner im Land zu unterstützen. Im Allgemeinen, zumindest von der Politik in Lima, wird ja angenommen, dass die Bergbaugegner oder Bergbaukritiker in den Andenregionen sowieso vom Ausland gesteuert sind. Aber meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, überall, wo ich im Land gewesen bin und habe Menschen interviewt, die sich gegen Bergbauprojekte kritisch geäußert haben, demonstriert haben und sich gegen Bergbau magst oder ob das notwendig ist. Ist es denn notwendig, dass wir eine kurze spanische Zusammenfassung machen? Des ersten Teils. Necesitamos una traducción en español para algunas personas que están en el auditorio. ¿O es suficiente en alemán? No. Una traducción en español. Sí. David ha introducido el tema presentando al país Perú, ¿no? A su población étnica, a la composición de su población. Y además yendo a la región de Cajamarca, donde también se va a centrar su conferencia. Lo que él ha querido presentar al comienzo es que la región cajamarquina es una región donde hay mucha agricultura, ¿no? Y eso se ve en la ciudad, se ve en el campo, nos ha mostrado las fotografías, ¿no? Con los productos que se ofrecen de la ganadería y de la agricultura. Luego nos ha expuesto de que en muchos casos, o casi en todos los casos, los oponentes de la
minería ha expuesto que ellos mismos no son antimineros. ¿Por qué? La minería tiene una gran tradición en Perú mismo, ¿no? En la zona de los Andes y sobre todo en Cajamarca, y esto lo han mostrado también los yacimientos arqueológicos de las culturas mochica, chimú, de las culturas pre-inca, ¿no? Ese es un resumen, espero que sea suficiente. ¿Ya? Den zweiten Teil, wo es jetzt in den Bergbau-Teil des Vortrages übergeht, den habe ich den neuen Kolonialismus genannt. Aus dem einen Punkt, weil ich es wirklich so sehe, mit meinem historischen Verständnis und dem historischen Wissen, was ich habe und dem Vergleich mit dem, was ich in Peru kennengelernt habe. Auf der anderen Seite natürlich auch, um Sie ein bisschen zu provozieren für die spätere Diskussion. Und da habe ich zwei sehr schöne Bilder rausgesucht, die ganz gut passen. Also wir sehen natürlich oben die Landung der Spanier mit ihren großen Galeeren und im Bild darunter die Landung der transnationalen Unternehmer mit ihren riesengroßen LKWs. Beide haben letztendlich dasselbe im Sinn, nämlich die Rohstoffe und Bodenschätze Perus zu fördern und außer Landes zu bringen. Rohstoffe in Peru, das globale Ranking. Peru ist ein unheimlich rohstoffreiches Land. Es belegt den ersten Platz beim Silber mit einer Fördermenge von 3.500 Tonnen pro Jahr. Den dritten Platz bei Kupfer. Ich muss jetzt die Zahlen nicht mal durchlesen. Ich glaube, da muss man ganz kurz. Das ist jetzt mein ¿no? Y contraponía un dibujo del nuevo colonialismo que son las empresas extranjeras que vienen también a explotar las materias primas para llevárselas al extranjero o exportarlas. Der Rechner braucht jetzt ganz kurz, um es wieder hochzufahren, aber das ist kein Problem. Ich würde sagen, wir nutzen die kurze Pause für Zwischenfragen. Ja, immer eine kleine, da haben wir dabei. Das, was ich eben in der unfreiwilligen Pause kurz versucht habe zu vermitteln, ist, dass eben aufgrund seines Rohstoffreichtums Peru ein sehr großes Interessengebiet für transnationale Unternehmen ist, für transnationale Bergbauunternehmen, die natürlich gerade in Zeiten, wo die Preise für Rohstoffe sehr hoch sind auf dem Weltmarkt, versuchen, diese Rohstoffe auf dem Boden zu fördern. Die Karte, die wir jetzt hier sehen, erkennen Sie das alle? Das sind die Umrisse, wenn Sie sich erinnern an die erste Karte, die ich vorhin gezeigt habe mit Peru. Also das sind die Umrisse des Landes. Und diese gelb eingezeichneten, dann fällt Ihnen auf, dass der weiße Teil auf der rechten Karte dann eben von den Bergbaukonzessionen überlappt wird. Und wenn Sie sich vorstellen, dass alle Unternehmen, die diese Konzessionen haben, Privatunternehmen sind, dann komme ich zu der Schlussfolgerung, dass letztendlich fast das gesamte Territorium Perus an Privatunternehmen verkauft ist. Weil sie jederzeit das Recht haben, beziehungsweise es auch schon machen, dort zu schürfen, den Rohstoff aus dem Boden zu holen und ihn zu exportieren. Das muss man natürlich auch sagen, weil es gibt in Peru kaum eine verarbeitende Industrie. Der Großteil der Rohstoffe, die dort aus dem Boden gezogen wird, geht unmittelbar in die Förderländer oder in die weiterverarbeitenden Länder. Das sind genau die Länder, aus denen auch die Unternehmen kommen. Dort werden dann die Rohstoffe veredelt, um sie dann letztendlich wieder nach Peru zu bringen, in veredelten Produkten. Und Peru kauft dann letztendlich die veredelten Produkte zu teuer zurück, die aus den Rohstoffen des eigenen Bodens gewonnen wurden. Das ist eine Politik, die beruht natürlich unmittelbar. Das ist übrigens Karten, nicht die ich gemalt habe. Das sind offizielle Karten der peruanischen Regierung.
Das sind noch Konzessionen, die aus der Zeit von Toledo, Garcia, aber jetzt auch Humala sind. Clemens? Der Grund für diese immense Konzessionierung des peruanischen Bodens, des peruanischen Landes, liegt natürlich oder hängt natürlich unmittelbar mit der Preisexplosion der Rohstoffe auf dem Weltmarkt zusammen, die seit 2007 letztendlich mit dem Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise zusammenhängt. Da gingen die Preise für Rohstoffe in die Höhe. Wenn man sich das anschaut, das links ist der Goldpreis seit 2007 bis 2012, und also links Gold und rechts Silber. Ein ähnliches Bild ist aber auch bei Kupfer, bei Zink, bei Erdöl, bei Erdgas zu sehen. Das heißt, diese hohen Preise auf den Weltmärkten für die Rohstoffe animieren Unternehmen, eben auch an Rohstoffreserven zu gehen, die vor 2007 für sie nicht interessant waren, weil eben nicht genug Rendite versprochen werden konnte. Durch die extrem hohen Preise auf dem Weltmarkt werden eben auch Ressourcenlager interessant, die deren Förderung immens viel Geld kostet zwar, aber eben garantiert durch die hohen Weltmarktpreise, dass sich das auch wieder, dass sich das rentiert und wieder genug Gewinne reinkommt für die Unternehmen. Deswegen dieser Boom an Konzessionen in den letzten 5, 6 Jahren, die eben dazu geführt haben, dass letztendlich fast die gesamte Fläche Perus für Bergbau und Erdöl freigegeben wurde. Bitte auch bedenken, dass dort überall Menschen leben und wo diese Bergbaukonzessionen sind. Und was das mit denen macht, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Das ist jetzt kein Index für einen anderen Rohstoff, Preissteigerung, sondern das ist im selben Zeitraum der Anstieg der sozialen Konflikte in Peru. Das heißt, wenn man sieht, wie die Konzessionen über das Land verteilt sind, die natürlich mit dem Preisanstieg der Rohstoffe zusammenhängen auf den Weltmärkten, im gleichen Zeitraum ist auch die Kurve der sozialen Konflikte in Peru immens nach oben gegangen. Der Peak, also der Höchststand, war Ende 2009 mit 286 Konflikten. Zurzeit pegelt sich das auf einem relativ hohen Niveau von 220 Konflikten in etwa ein. Das sind Konflikte, die entweder latent brodeln, also wo es immer wieder zu Demonstrationen kommt, wo sich Bauern überall zusammenschließen und Anklage erheben bei der Obhutsstelle für Menschenrechte, der Defensoria del Pueblo in Peru. Es sind auch Konflikte, die gewalttätig ausgetragen werden, weil eben keine Vermittlung auf diplomatischer Ebene möglich ist. Aber Sie sehen, dass eben das Konfliktpotenzial im Zusammenhang mit dieser Rohstoffförderung unheimlich groß ist. Das liegt eben daran, dass sowohl Bergbau auch als Erdölförderung, aber wir haben das Thema Bergbau heute Abend, unheimlich landschaftsintensiv sind. Das heißt, das sind keine kleinen Projekte, wo mit chirurgischer Präzision die Rohstoffe aus dem Boden geholt werden, sondern wir reden hier über den offenen Tagebau, und dieser offene Tagebau verändert Landschaften kolossal. Verändert Landschaften, wenn Sie sich vorhin an die Bilder Caramacas erinnert haben, diese schönen natürlichen Hochlandschaften, die sind nach einer Bergbauoperation von 5, 10, 15, 20 Jahren nicht wiederzuerkennen. Die verwandeln sich in Mondlandschaften. Das sind jetzt hier drei Beispiele. Oben die beiden Bilder, das ist Cerro de Pasco, links unten das ist La Roya und rechts unten ist Yanacocha, Caramaca. Alle drei habe ich besucht. Einfach unglaublich fand ich Cerro de Pasco, obwohl da wird schon seit 80 Jahren Bergbau betrieben, das muss man dazu sagen, aber in den letzten 30 Jahren intensiv, vor allem in den letzten Jahren mit der Steigerung der Rohstoffpreise. Dort befindet sich die Mine direkt im Stadtzentrum von Cerro de Pasco. Cerro de Pasco ist eine Stadt von etwa 80.000 Einwohnern, und dort, wo jetzt dieser offene Tagebau ist, befand sich früher das Stadtzentrum. Sie sehen das da an der Seite. Die Außenbezirke der Stadt befinden sich direkt am Trichter des offenen Tagebaus. Ein offener Tagebau, der buddelt sich bis zu 1000 Meter tief in den Boden rein. Große Maschinen, die größten
Baumaschinen weltweit operieren wird, LKWs, die auf einmal bis zu 300 Tonnen transportieren können an Geröllen. Und die fressen sich immer weiter in die Berge, in die Gebirge hinein. Und Cerro de Pasco hat eben das Pech, dass es erstens mal auf 4200 Metern liegt und eben auch noch auf sehr rohstoffreichem Boden. Und dort operiert Vulcano, S.A., wie das in Peru dann immer heißt, das Unternehmen Vulcano, das ist ein US-amerikanisches Unternehmen, die dort in Cerro de Pasco letztendlich einen riesengroßen offenen Tagebau in die Stadt hineingefressen haben. Und die Menschen müssen immer weiter an die Außenränder, an die Außenbezirke ausweichen. Es gibt keinen Plan B, was mit den Menschen passieren soll, die dort in Cerro de Pasco ihren Wohnsitz verlieren. Die siedeln sich wild an den Rändern an. Es sollte ein Cerro de Pasco Nuevo gebaut werden. Dort wurden dann so Hütten hingebaut, alle im Einheitsstil. Aber das wurde von den Leuten halt nicht angenommen, weil das auch mit den Leuten nicht abgesprochen war. Also die wurden da quasi Notunterkünfte gebaut und gesagt, okay, zieht er jetzt mal hin, weil ab morgen wird dann der offene Tagebau sich in eure Häuser reinfressen. Und der Rest der Stadt, der noch nicht von dem offenen Tagebau betroffen ist, ist aber auch von dem offenen Tagebau betroffen, wenn das Haus noch steht. Aber dieser Tagebau, und das ist bei den Tagebaubauten allgemein üblich, operiert 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also rund um die Uhr finden dort Bergbauoperationen statt, große Maschinen, die Lärm machen, die Dreck machen. Das Satellitenbild zeigt, glaube ich, auch ganz gut, wie die Situation da in Cerro de Pasco ist. Aber die peruanische Regierung und erst recht nicht das Unternehmen Vulcano hat keinen Sozialplan, keinen Nachhaltigkeitsplan, was mit den Menschen passieren soll. Die Mine weitet sich immer noch weiter aus. Direkt darunter, die Rohstoffe, die in Cerro de Pasco gefördert werden, werden 40 Kilometer südlich nach La Oroya verschifft, beziehungsweise per Bahn und per LKW nach La Oroya gebracht. Das ist links unten. Das ist eine Bleihütte und eine Eisenhütte. Dort werden die Stoffe aus Cerro de Pasco weiterverarbeitet. Und La Oroya zählt zu den 10 am meist verschmutztesten Städten oder Landschaften der Welt. Also in einer Liga mit Tschernobyl und so weiter und so fort. Dort operiert Doran, auch ein US-amerikanisches Unternehmen, das diese Eisenhütte übernommen hat vor 20 Jahren, also Anfang der 90er, als die große Privatisierungswelle stattfand, hat Doran diese Eisenhütte übernommen, hat sie aber in dem Zustand belassen, in dem sie vorgefunden hat. Also hat keine Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen, beziehungsweise nur Modernisierungsmaßnahmen in der Veredelung. Aber was die Umweltmaßnahmen angeht, da hat Doran nicht investiert. Und ich war dort vor Ort und habe die Leute interviewt, auch Ärzte. Es gibt Studien der Universität St. Louis aus den USA, die belegen, dass 95% der Menschen in La Oroya schwerst kontaminiert sind. Erhöhte Cadmiumwerte, erhöhte Arsenwerte, erhöhte Bleiwerte im Blut. Die Menschen sind letztendlich alle schwerst vergiftet. La Oroya hat eine der stärksten Quoten an Fehlgeburten im Land. Und das geht so weit, dass selbst die peruanische Regierung 2009, als ich da war, beschlossen hatte, dieses Werk zu schließen, weil selbst La Oroya nicht mehr den niedrigen Umwelt- und Gesundheitsstandards des peruanischen Staates genügte. Dazu muss gesagt werden, dass Peru in ganz Lateinamerika die niedrigsten Umwelt- und sozialen Standards beim Bergbau hat. Also auf internationaler Ebene sowieso ganz niedrig, aber selbst in Lateinamerika hat Peru die niedrigsten Standards. Aber selbst unter diese Standards ist die Hütte in La Oroya gefallen. Und deswegen entschloss sich der peruanische Staat, diese Hütte zu schließen. Und dann kam es zu der absurden Situation, dass die 3000 Hüttenarbeiter auf die Straße gegangen sind und dafür demonstriert haben, dass diese Hütte in Betrieb bleibt. Ich war dort vor Ort, als gerade so eine Demonstration stattfand. Ich wurde auch gleich in einem gewissen Maße, naja, von einer brenzligen Situation angegangen.
weil vermutet wurde, dass ich für eine Umweltorganisation arbeite. Also mir wurde dann sofort vorgeworfen, du bist doch hier und arbeitest für eine Umweltorganisation und du bist ein Verräter und du willst, dass wir hier alle arbeitslos werden. Und da habe ich mit einem ganz schnell rausgeredet und gesagt, ich bin ein deutscher Journalist und will nur die Dissertation hier auffangen und nach Deutschland berichten und habe mit Umweltorganisationen gar nichts zu tun. Da hat sich das ein bisschen entspannt. Und dann bin ich auch an ein Interview gekommen mit dem Gewerkschaftsführer dieser, der Arbeiter aus dieser Fabrik. Und habe ihn eben auch damit konfrontiert, dass er eben, dass es Studien gibt, die belegen, dass der Großteil der Menschen dort kontaminiert ist. Das brauchte ich ihm überhaupt nicht zu sagen, das wissen die alle ganz genau dort vor Ort. Und er sagte mir ganz klar, aber wir haben keine Alternativen. Das Unternehmen arbeitet hier seit Jahrzehnten, verschmutzt ja seit Jahrzehnten den Boden, die Umwelt, die Flüsse. Hier ist keine Landwirtschaft mehr möglich, hier ist keine Viehwirtschaft mehr möglich. Und Doran ist der größte Arbeitgeber hier vor Ort für 3000 Leute. Ein Großteil der Stadt ist abhängig von diesem Arbeitgeber. Und wir sterben noch lieber an Vergiftung als an Hunger. Und deswegen können wir die Forderung des peruanischen Staates eben nicht nachvollziehen, beziehungsweise setzen uns dagegen zur Wehr, dass unsere Fabrik geschlossen wird. Das ist natürlich war für mich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, aber es gibt eben, aber das verdeutlicht eben auch wieder, dass es keine Alternativen gibt. Es gibt den Leuten, werden keine Alternativen angeboten und der peruanische Staat reagiert auch viel zu spät. Doran, das amerikanische Unternehmen, weigert sich übrigens bis heute, die 150 Millionen US-Dollar, die diese Verbesserung der Umweltstandards in dieser Fabrik mit sich bringen würden oder kosten würden, weigert sich bis heute jetzt bezahlen. Zur gleichen Zeit hat sich der Vorstandsvorsitzende von Doran auf Long Island in Manhattan in New York eine Villa für 250 Millionen Dollar gebaut. Die 150 Millionen Dollar für Doran sind an dem Maßstab gemessen, was Doran über die Jahrzehnte dort verdient hat, auch ein Witz. Aber es ist natürlich das globale Druckmittel und die wissen auch genau, dass die Arbeiter der Fabrik auf die Straße gehen und unheimlich großen sozialen Druck auf die Regionalregierung, auch auf die Nationalregierung ausüben, dass sie sich natürlich da dieses Druckmittels bedienen und zu sagen, wir schließen die Firma oder wir entweder zahlen nicht oder wir schließen halt die Firma, wenn wir zahlen müssen, weil sie genau wissen, dass das funktioniert. Und bis heute sind sie dem nicht nachgekommen. Die Firma ist teilweise wieder geöffnet. Es arbeiten von den 3000 Arbeitern zurzeit etwa 400 in einem bestimmten Bereich dieser Anlage. Aber wie gesagt, Doran lenkt bisher nicht ein. Bisschen langsamer sprechen bitte, ja? Unten ist die Yanacocha-Mine in Caramaca. Jetzt Clemens, kannst du bitte? Ja. Danke. Von den 220 zurzeit aktuellen Konflikten in Peru drehen sich 40, also mehr als knapp 42% um sogenannte sozio-ökologische Konflikte, also im Zusammenhang mit Bergbau und dessen ökologischen Auswirkungen. Also der Bergbau ist der größte Konfliktfaktor in Peru. Hier nochmal eine Grafik, die verdeutlicht, wo ein Großteil der Konflikte stattfindet. Also an Punkt 1, also erstmal die verschiedenen Konzessionen. Auf der linken Seite oben, Clemens, mit dem Pfeilchen. Oben ganz links die Balken. Egal. Genau. Also oben links sehen Sie, wo die roten Balken nach rechts reingehen. Die Region mit der größten Dichte an Bergbaukonzessionen, das ist Arequipa an erster Stelle. Und Caramaca steht auf 1, 2, 5. Stelle. Kannst du bitte mal einen Folie bei der Form? So wie bei dem Klick. Ah, okay. Jetzt kommen wir zur Region Caramaca und dem Bergbau. Sie erinnern sich an die
Peru-Karte mit den Bergbaukonzessionen. 17% des Landes sind Bergbaukonzessionen bedeckt. Jetzt sind wir ganz konkret mit der Lupe auf die Region Cajamarca gegangen. Und die roten Flächen sind die Bergbaukonzessionen in der Region Cajamarca. Die bedecken 45%. Das ist eine Karte von 2009. Mittlerweile ist es mehr geworden. Ich habe aber keine aktuelle Karte, die das so schön visualisiert, gefunden. Also mittlerweile sind es in etwa 47-48%. Also knapp die Hälfte der gesamten Fläche Cajamarcas, die für den Bergbau freigegeben ist und wo auch schon Bergbau betrieben wird. Hat er jetzt irgendwie einen speziellen Winkel? Wenn wir jetzt von der Region auf die Provinz Cajamarca gehen, in Peru ist das immer ein bisschen eigen. Es gibt eine Region Cajamarca, es gibt eine Provinz Cajamarca und es gibt eine Stadt Cajamarca. Das ist ein bisschen verwirrend, aber relativ üblich in Peru. Also wir befinden uns jetzt quasi nochmal in einem kleinen Ausschnitt der Region Cajamarca, nämlich in der Provinz Cajamarca. Und da sehen Sie, dass auch die Bergbaukonzession, die machen in etwa 66% der gesamten Fläche aus. Clemens, gehst du mal bitte mit dem Pfeil in die Mitte, da wo die rote Fläche aufhört. Genau. Da befindet, ein bisschen weiter links, da befindet sich die Stadt Cajamarca, die Hauptstadt der Provinz und der Region. Und da befinden sich auch, wenn Sie sich an die Banios der Inkas erinnern, an dieses kulturelle Erbe aus der Inka-Zeit, die Banios der Inka, auch die sind zu 100%, wohlgemerkt, die Fläche um die Banios der Inka, also die, der Verwaltungsbezirk Banios der Inka, ist zu 100% mit Bergbaukonzessionen bedeckt. Also das verdeutlicht, dass auch keine Rücksicht genommen wird auf sowas wie kulturelles Erbe oder die Möglichkeit, eventuell alternative Einkommensquellen zu schaffen, eben durch Tourismus, sondern dass der Primus des Bergbaus in Peru vorherrscht und über alle anderen Interessen und Bedenken hinweg durchgesetzt wird. Jetzt befinden wir uns im All und schauen auf die Mine Yanacocha. Die Mine Yanacocha ist da oben, das in diesem roten Rechteck. Die Mine Yanacocha ist die größte Goldmine Lateinamerikas, die zweitgrößte der Welt, mit einer Abmessung von 251 Quadratkilometern. Das entspricht in etwa ein bisschen mehr als der Stadt Kiel. Und im Süden, in dem gelben Rechteck, das ist die Stadt Cajamarca mit 200.000 Einwohnern. Das heißt, die Fläche der Mine entspricht in etwa dem Vierfachen der Stadt Cajamarca. Die Distanz zwischen Mine und Stadt beträgt 40 Kilometer. Drückst du bitte mal, Clemens. Und jetzt kommen wir dazu, wie wird das Gold überhaupt abgebaut? Das ist ein kleiner Propagandafilm der Mine Yanacocha selbst. Aber der verdeutlicht eben ganz schön, wie. Machen wir ganz kurz auf Pause? Wie es vom ersten Punkt des Findens der Mineralien bis hin zum Abbau dieses Gold gewonnen wird. Okay, er ist auf Spanisch, ich versuche das. Er ist relativ schnell. Ich versuche das auf Deutsch irgendwie ganz kurz mitzugeben und Ihnen zu erklären. Am Anfang gibt es eine geologische Messung der Region. Das wird mit Ultraschall gemacht. Die reflektierenden Strahlen zeigen an, welche Mineralien sich dort befinden und in welchen Konzentrationen die sich dort befinden. Danach geht es dann schon ans Eingemachte. Es werden die ersten Proben genommen. Mit solchen Geräten werden tiefe Löcher in den Boden gestampft. Erst einmal natürlich die Naturfläche bereinigt. Dann werden tiefe Löcher gebohrt. In diese Löcher werden hochexplosive Stoffe gefüllt.
Wir sind bis jetzt nur in der Erkundungsphase. Diese werden gesprengt und dann fangen die großen 300-Tonnen-Transporter an, fangen an, dieses Geröll zu bewegen und zur Seite zu räumen. Erstmal kommt der Bagger, der ist ja hier abtragen. Genau, dann auf diese LKWs drauf. Diese fahren das im 24-Stunden-Rhythmus durch die Mine. Und jetzt kommt der Clou und schichten das zu sogenannten PADs auf, PADs. Da sind sie. Diese Pyramidenform, dort wird das Geröll gestapelt. So sehen die in echt aus. Bevor das aufgestapelt wird zu diesem PADs, wird der Boden bereinigt und eine Plastikfolie darunter gelegt, eine Geomembran. Dann gibt es dieses Stufungssystem, diese Pyramidenform, die dann aufgeschichtet wird. Diese Pads werden mit Wasser, porösen Wasserschläuchen durchtränkt. Denn in diesem Pads befindet sich jetzt das Geröll, wo noch die Mineralien drin sind, also Gold und Silber. Das ist noch nicht extrahiert. Und dann wird Wasser mit Cyanid durch diesen Pad gespült und dieses cyanidhaltige Wasser bindet Gold und Silber, also die mineralischen Rohstoffe, die benötigt werden, an das Wasser und trägt die in diese Auffangbecken, die wir eben gesehen haben. Und das Ganze geht dann in die Merrill-Crowe-Anlage, sogenannte Merrill-Crowe-Anlage, wo dann wiederum Wasser und Mineralien, also Gold und Silber, voneinander getrennt werden. Jetzt sind wir schon bei der Propagandaphase. Machen wir ganz kurz Pause. Welche Eigenschaften hat Cyanid bitte? Cyanid ist hochgiftig auf der einen Seite, also es ist eines der giftigsten Stoffe der Welt, aber es eignet sich eben sehr gut für den Bergbau, weil Cyanid die Eigenschaft hat, Gold und Silber an sich zu binden und somit aus dem Gestein, wo sich das Silber und das Gold befindet, zu extrahieren. Und dann fließt quasi das Gold und das Silber in diesem Cyanidwasser in die Verarbeitungsanlage, Merrill-Crowe-Anlage, und dort wird dann wiederum das Cyanidwasser von dem Gold und Silber getrennt und dann werden diese berühmten Bahnen, die wir alle kennen, diese Goldbahnen und diese Silberbahnen, direkt in diese Merrill-Crowe-Anlage geschmolzen, auf LKWs geladen und Richtung Küste transportiert, wo sie dann wiederum exportiert werden. In den Fluss abgeleitet. Und das ist jetzt die Propagandaphase in diesem Video. Jana Kocha, also das Video ist von Jana Kocha selbst produziert, die sagen natürlich, diese Merrill-Crowe-Anlage ist so hochtechnisch, so modern, dass in dieser Anlage das Wasser auch wieder zu 100% von dem Cyanid gereinigt werden kann, so dass es dann später auch wieder in die Umwelt abgegeben werden kann. Das alles ist ein 100%ig sicherer Kreislauf und Prozess, der dann stattfindet. So hört man immer wieder von den Bergbauunternehmen. Und letztendlich ist die Renaturisierung, das ist nämlich der letzte Teil dieses Videos, überhaupt kein Problem. Weil die ganzen Giftstoffe wurden hier aus der Umwelt bzw. aus dem Wasser entfernt und dieses Wasser wird wieder zurück in die Umwelt entlassen. Da aber keine Giftstoffe mehr drin sind, ist es überhaupt kein Problem und alles kann wieder renaturiert werden. Ich habe so eine Renaturierung in keinem der Berggebiete gesehen, wo ich war und auch mit den Leuten, die ich gesprochen habe. Es gibt so zaghafte Versuche, aber eine wirklich vollständige Renaturierung ist aufgrund der Kontaminierung der Böden dort nicht möglich. Jetzt wieder zurück zur Präsentation, Clemens, bitte. Mir ist auch diese Geomembranen, die ausgelegt werden unter dem Pad und auch in diesem Becken, wo das Wasser aufgefangen wird, auch diese Geomembranen sind angeblich zu 100% sicher, lassen nichts durch. Kann dort kein Wasser in die Umwelt oder beziehungsweise in den Boden unter dieser Geomembran entweichen,
So sagen die Bergbauunternehmen. Es gibt aber nach wie vor keine Langzeitstudie, die das bestätigen würde. Also es gibt keine Langzeitstudie auf wissenschaftlichem Niveau, die sagt, jawohl, diese Geomembranen sind 100% geeignet, um Bergbau zu betreiben, ohne dass es dann irgendwelche ökologischen Folgen, Negativfolgen gibt. Diese gibt es nicht. Man muss natürlich sagen, dass dieser Abbau der Rohstoffe natürlich einen makroökonomisch großen positiven Faktor für Peru hat. Peru wird als sogenannter lateinamerikanischer Tigerstaat bezeichnet oder südamerikanischer Tigerstaat bezeichnet, weil Peru seit Jahren entgegen des globalen Trends ein Wirtschaftswachstum von 4, 5, 6, 7, 8 Prozent aufweist und das eben aufgrund des Exports der Rohstoffe. Also 60% der Exporte Perus kommen aus dem Bergbausektor und dadurch kommen eben die ganzen Devisen rein. Und das Bruttoinlandsprodukt ist eben gewachsen um diese 5, 6, 7 Prozent. Die Auslandsverschuldung hat abgenommen, die Geldreserven haben in gewissem Maß zugenommen. Aber, achso, klingelt was da? Aber die Umverteilung stimmt nicht. Denn Caramaca war 1993, als der Bergbau begann, die drittärmste Region Perus. Und ist es 20 Jahre nach dem Beginn des Bergbaus immer noch. Genauso sieht das auch bei den anderen Regionen aus, wo intensiv Bergbau betrieben wird. Dort findet der Reichtum aus diesen Rohstoffen kommt nicht in den Regionen an, wo er abgebaut wird. Und das ist eben das große Problem. Die Menschen dort vor Ort müssen mit den ökologischen und sozialen Folgen leben, spüren aber keine wirkliche materielle Verbesserung ihrer Lebenslage. Im Gegenteil, die Lebensgrundlagen werden ihnen sogar entzogen oder weiter entzogen. Klebert das drin? Ich war zu Anfang meines Aufenthaltes, als noch nicht bekannt war, dass ich für die Organisation Profiles, für die Umweltorganisation Profiles arbeite, habe ich mich als Bergbaustudent aus Freiberg ausgegeben, um in die Mine reinzukommen, weil die bietet einmal im Monat bietet die eine wie nennt man das, Sammelvisite an. Da muss man aber richtig Plan ziehen in der Selbstauskunft. Also man muss sagen, wo man herkommt, wie man heißt, wo man geboren wurde, wieso man die Mine besuchen will, welche Hintergründe man hat, die Personalausweis, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Alles das muss man angeben, wenn man diese Mine besuchen will. Und das wäre natürlich nicht gut gekommen, wenn ich gesagt hätte, ich bin freiwilliger Umweltorganisation und will mir mal eine Mine anschauen. Da wäre ich nicht reingekommen, sondern ich habe gesagt, ich bin wie gesagt Bergbaustudent aus Freiberg und möchte mir diese tolle Mine anschauen. Und das hat dann geklappt. Danach habe ich es noch dreimal versucht, mir die nochmal anzuschauen. Das hat aber nicht mehr funktioniert. Also es hat nicht mehr funktioniert, weil Caramaca hat 200.000 Einwohner, aber die Umweltorganisation Profiles ist relativ bekannt und vor allem hat auch Yanacocha ein Sicherheitssystem aufgebaut, das letztendlich eine Art, wie soll ich sagen, naja, schon eine Art Geheimdienst-Sparte auch hat. Da gibt es einen sehr guten Film, Operation Diablo heißt der, von dem Filmkollektiv Guarango, die das Thema bearbeiten und die haben aufgedeckt, beziehungsweise Profiles selbst hat aufgedeckt, dass Profiles flächendeckend von 2005 bis 2007 permanent von Yanacocha überwacht wurde, mit Kameras, mit Abhöranlagen, mit Druck auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Drohanrufe. Es gab ein Profil von den einzelnen Mitarbeitern und der Gründer von Profiles, Marco Arana, ein Facher, deswegen heißt der Film auch Operation Diablo, denn alle Mitarbeiter von Profiles haben, wie nennt man das, Namen bekommen, also Geheimnamen. Und Marco Arana, der Gründer von Profiles, hieß eben der Teufel, Diablo, bei Yanacocha. Und deswegen heißt der Film Operation Diablo. Der deutsche Mitarbeiter, der damals dabei war, hieß übrigens der Nazi. Sehr kreativ. Das wurde aufgedeckt, aber das zeigt eben auch, mit welchen Methoden diese Bergbauunternehmen arbeiten, um kritische Stimmen
ja, zum einzuschüchtern oder eventuell auch zum Schweigen zu bringen. Und jetzt kommen wir zum großen Punkt, Gold oder Wasser. Peru ist das Land oder eines der Länder, welches am stärksten vom Klimawandel betroffen ist. Das zeigt sich vor allem durch den Rückgang der Wasserreserven, die das Land hat. Der erste Punkt ist das Abschmelzen der Gletscher. Es gibt momentan sehr viele Dokumentationen über diesen Fakt. Es gibt bereits von peruanischen Universitäten Ideen, wie man das schnelle Abschmelzen der Gletscher verhindern kann, weil eben diese Gletscher die größte Süßwasserreserve des Landes sind. Die fangen schon an, ihre Gletscher weiß zu malen, um die Sonnenstrahlen abzulenken, zu reflektieren. Das ist kein Quatsch, das ist wirklich ein Projekt, was versucht wird durchzusetzen, um die Gletscherschmelzer zumindest zu verzögern. Und der Bergbau spielt eben genau in dieses Wasserthema mit rein. Denn die Andenregionen, vor allem die ganz hohen Regionen, ab 4000 Metern, dort entspringen die Wasserquellen des Landes. Das ist wie bei uns in der Rhein und entspringt auch in den Alpen. Genauso ist das mit den Anden. Dort sind die Quellen der ganz wichtigen regionalen, aber eben auch überregionalen Flüsse. Wenn Sie sich erinnern an die Beschaffenheit des Landes, die Küstenregion, diese trockene Wüstenküstenregion ist unmittelbar auf die Wasserressourcen der Andenregion angewiesen. Das heißt, das Wasser, was in den Anden produziert wird, muss nicht nur den Leuten dort vor Ort, also in der Region zur Verfügung stehen, sondern muss eben auch den Menschen in der Küstenregion zur Verfügung gestellt werden, damit die dort Landwirtschaft betreiben können und Wasserressourcen haben. Und das Beispiel Jana Kotscha zeigt eben ganz gut, dass sich diese Mine genau in dem Einzugsgebiet dieser Wasserquellen befindet. Und es gibt also mit dem Bergbau eine immense Konkurrenz um Wasser. Das betrifft erstens mal dort die lokale und regionale Bevölkerung, die auf Landwirtschaft und Viehwirtschaft angewiesen ist. In Cajamarca leben 70% der Bevölkerung von Viehwirtschaft und Landwirtschaft. Diese Wirtschaftsformen sind unheimlich auf Wasser angewiesen. Ein kurzer Zwischenpunkt, wollen wir vielleicht das Licht ein bisschen heller drehen, weil ich glaube, sonst schlafen hier einige Leute weg. Der Bergbau liegt eben genau an diesen Wasserquellen. Und dazu muss man wissen, dass für ein Gramm Gold, war gestern in der Radiosendung und habe die falsche Angabe gemacht, ich habe das nochmal nachgeprüft, ich habe gestern gesagt, für eine Unze Gold, aber das stimmt nicht, also eine Unze Gold sind 31 Gramm, aber für ein Gramm Gold müssen Pi mal Daumen, so das ist die Daumenregel, 3 bis 4 Tonnen Gestein bewegt werden. Und diese 3 bis 4 Tonnen Gestein müssen wiederum mit 6 Tonnen Wasser ausgespült werden, um dieses Gramm Gold aus diesen 3 Tonnen Gestein zu extrahieren. Also für 1 Gramm Gold braucht man 6 Tonnen Wasser, um das zu gewinnen. Wenn man sich dann über die Quantitäten, die diese Goldmine produziert, bewusst wird, dann wird klar, wie viel Wasser dieser Bergbau letztendlich frisst. Und dieses Wasser steht der regionalen Bevölkerung, für die Landwirtschaft und für die Viehwirtschaft nicht mehr zur Verfügung und natürlich auch beeinträchtigt das die Wasserquellen, die letztendlich zur Versorgung der Küstenregionen notwendig ist. Wenn Sie sich erinnern an, wie verbreitet, also ja, der Gotscha ist ja keine einzelne punktuelle Mine, sondern das ist ja der ganze Angebot, der betroffen ist, dort liegen überall die Wasserquellen. Und überall wird dieses Wasser direkt an der Quelle quasi von dem Bergbauunternehmen abgezapft und steht dann in dem weiteren Verbrauch nicht mehr zur Verfügung. Und das ist ein großes Problem. Das kontaminierte Wasser gibt es ja eigentlich nicht offiziell. Entweder geht es jetzt zurück in den Kreislauf, oder es wird in die Natur entlassen und das zeige ich Ihnen gleich, wie das dann aussieht. Kommen wir weiter, David? So sieht das dann aus. Wir erinnern uns, ja, der Kotscha sagt 100%, alles klar, es kommt kein kontaminiertes Wasser in die Umgebung. Auf meinem Minenbesuch aus dem Auto heraus fotografiert. Also da oben sind wir auf dem Jana Kotscha, das ist das Schild.
Und das ist das Minengelände. Das ist diese Geomembran, diese 100% sichere Geomembran hier unten, die eben verhindern soll, dass Bergbauwasser in den Untergrund gelangt. Wie das funktioniert, sieht man dort. Wie das dann aussieht, wenn so ein Fluss trockengelegt wird, ist dieser Quebrada Quilichuyu, heißt der. Da ist kein Wasser mehr drin, aber Sie sehen diesen rötlichen Untergrund. Dieser rötliche Untergrund ist ein Anzeichen dafür, dass dort Wasser lang geflossen ist mit einem unheimlich hohen Mineralienanteil, also mit einem hohen Anteil an Schwermetallen. Das verändert die Bodenkonsistenz und eben auch die Farbe der Gesteine. Und überall, wo dieses rote Wasser ist, kann man sicher sein, dass da schwermetallhaltiges Wasser lang geflossen ist. Also man sieht nicht nur, dass das Wasser da nicht mehr in diesem Gebrada drin ist, sondern das, was da vorher auch drin war, war eben auch kontaminiert durch Schwermetalle. Das ist hier unten links das Bild. Links das Bild. Das sieht man nochmal ganz deutlich. Die Wasserfarbe gelblich-grün und die Gesteine wirklich knallrot. Das heißt, dort sind hohe Konzentrationen an schwermetallhaltigem Wasser lang geflossen. In der Mitte das langgezogene, Clemens, kannst du mal ganz kurz mit dem Verleih? Genau, da, auch dort alles rot und da hinten sehen wir auch wieder diese 100% sicheren Geomembranen da auf den Dings. Ne? Also die werden auch oftmals nur so alibimäßig ausgelegt. Und letztendlich ist das, jetzt befinden wir uns eigentlich außerhalb der Mine, aber immer noch innerhalb der Mine, denn jetzt befinden wir uns auf dem Gelände der Dorfgemeinschaft La Pajuela. La Pajuela hat das Pech, von der Mine umsingelt zu sein. In La Pajuela leben von 700 Menschen, die dort vorher gelebt haben, leben jetzt noch in etwa 300. Der Rest ist geflohen. Und das waren die beiden Flüsse, die La Pajuela mit Wasser versorgt haben. Das ist auf der rechten Seite der Quebrada Cuchulo und auf der anderen ist es der Quebrada Blanco. Quebrada ist Bach auf Deutsch, spanisch übersetzt. Der Quebrada Blanco auf der linken Seite, das war früher die hauptsächliche Süßwasserquelle der Dorfgemeinschaft La Pajuela, voll mit Forellen. Dort haben die Männer immer Forellen geangelt. Das Wasser hat ein Niveau von etwa 3-3,5 Metern. Das Fitzchen, was da noch über ist, das ist der Rest, der geblieben ist von diesem Quebrada. Das heißt, das Bergunternehmen hat direkt die Wasserzufuhr für diesen Quebrada Blanco unterbrochen und der Bergbau und der Dorfgemeinschaft das Wasser genommen. Auf der rechten Seite der Quebrada Cuchulo, da fließt noch Wasser, aber dieses Wasser ist eigentlich nicht mehr für den menschlichen Gebrauch, sowieso nicht, aber auch nicht für die Landwirtschaft oder für die Viehwirtschaft zu gebrauchen. Die Ingenieure der Mine haben zu den Bauern in La Pajuela, bei denen haben wir einige Tage übernachtet und einen kleinen Dokumentarfilm gedreht. Zu denen kamen die Bergbauingenieure und haben gesagt, ja, das Wasser, das sieht zwar ein bisschen anders aus als vorher, aber müsst euch keine Sorgen machen, das könnt ihr trotzdem noch benutzen, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja hier unser Wasserlabor, übrigens das einzige in Cajamarca, das einzige Wasserlabor, was dazu befähigt ist, das Wasser auf Reinheit oder auf Verschmutzung zu überprüfen, gehört dem Unternehmen in der Kutschheim. Und das ist ein hochmodernes Labor, keine Frage, aber die sagen eben immer, das Wasser ist super. Und die Ingenieure kamen dann eben und gesagt, hier unsere Laborjungs haben gesagt, das Wasser ist super, könnt ihr weiterhin benutzen. Wir haben in einer Nacht- und Nebelaktion das Wasser abgezapft mit einer Spezialistin von der Universität Barcelona, einer Chemikerin, haben wir dort Wasserproben genommen. Nacht- und Nebelaktion sage ich deshalb, weil es eigentlich verboten ist, denn Bergbauunternehmen müssen vorab informiert werden, wenn in einem Umkreis von 30 Kilometern Wasser entnommen wird. Von so einer Mine muss ihnen mindestens 5 Tage vorher Bescheid gegeben werden. Also angekündigt werden, dass dort Wasserproben entnommen werden. Da wir damals schon wussten, was dann passiert, haben wir das halt einfach so gemacht, auch wenn wir uns natürlich bewusst waren, dass diese Proben, dass wir die nicht verwenden können, weil die letztendlich illegal waren und nach wissenschaftlichem Standpunkt auch nicht dementsprechend dann geeignet. Aber wir haben eben diese Wasserproben genommen und haben die nach Lima geschickt, in die Universidad Católica,
in das Wasserlabor der Universität Katholika. Dort bezahlt man eine Menge Geld für die Wasserproben. Das machen zum Beispiel auch diese ganzen Umweltorganisationen, Profides und so weiter. Die müssen alles, wenn sie Wasserproben nehmen, nach Lima das schicken an die Universität. Und dafür, wir für uns sind zwei kleine Becher mit, ich weiß nicht, was waren, 100 Milligramm vielleicht, mussten wir 1.500 Euro bezahlen. Hat uns Gott sei Dank die Universität Barcelona spendiert, sodass wir das machen konnten. Und diese Wasserprobe hat eben ergeben, dass das Wasser hoch säurehaltig, also säuberbar, also der normale pH-Wert ist so 6 bis 7, dann ist das Wasser okay. Das Wasser hat einen pH-Wert von 3, also hochsauer. In dem Wasser war Cadmium, war Arsen, war Blei, war Quecksilber, andere Schwermetalle, hochgiftig. Und dieses Wasser wurde den Bauern empfohlen, dass sie es weiter verwenden können. Aufgrund dieser Basis, von dieser Wasserprobe, die wir genommen haben, haben wir dann Druck gemacht auf die Regionalregierung Cajamarca, damit wir offiziell Wasser entnehmen dürfen. Nach 4 Monaten hat das dann auch geklappt. Wir haben das 5 Tage vorher beim Unternehmen angemeldet und haben dann die Wasserproben genommen. Und als wir da hinkamen, waren wir schon ein bisschen überrascht, dass das Wasser auf einmal so weiß war. Und haben dann die Wasserproben genommen und die Ergebnisse haben dann gezeigt, dass das Wasser nicht mehr einen pH-Wert von 3 hatte, aber auch nicht von 6 oder 7, sondern von 11. Also es war hochbasisch. In so einem Maße, dass es auch nicht mehr gesund ist. Aber der Trick ist, dass Bergbauunternehmen in Peru die größten Abnehmer von Kalk sind. Kalk ist hochbasisch und neutralisiert aber den Schwermetallgehalt im Wasser. Das heißt, Bergbauunternehmen, wenn die Anbindung kriegen, okay, da kommen Leute um Wasserproben zu nehmen, dann kippen die da Kalk in das Wasser ohne Ende und neutralisieren somit einigermaßen den Schwermetallgehalt, zumindest auf das Niveau, dass es wieder den relativ niedrigen Umweltstandards in Peru entspricht und Wasserstandards entspricht. Den Schwermetallgehalt, den konnten wir dann nicht mehr, zumindest in dem Maß, den wir hatten, nachweisen, weil dieses Kalk eben auch den Schwermetallgehalt in einem gewissen Maße relativiert. So wurde es, ich bin kein Chemiker, aber so wurde es mir damals erklärt. Genau. Das ist die Familie Flores aus La Pajuela. Die leben direkt an der Grenze zur Mine Yanacocha. Wenn man den kleinen Berg, wo der Kleine jetzt steht, ich stehe quasi oben an der Straße, wo den ganzen Tag Bergbautransporter langfahren. Von da aus habe ich das fotografiert. Das war das jüngste Kind der Familie Flores. Die haben 8 Kinder und hatten mal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber so in etwa so 20, 25 Hektar hatten die mal an landwirtschaftlicher Fläche, die sie genutzt haben. Das Bergbauunternehmen kam und hat gesagt, ihr verkauft uns doch einen Großteil eures Landes und dafür kriegt ihr aber Arbeit. Ihr lebt jetzt als Bauern, ihr pflanzt euer Gemüse an und habt euer Vieh hier, aber als Bergbauarbeiter könnt ihr doch viel, viel mehr Geld verdienen. Und dann lasst uns doch den Deal machen. Ihr verkauft unser Land für einen guten Preis und dafür seid ihr dann aber angestellt in der Mine und verdient richtig gut Geld. Die Familie Flores hat sich beratschlagt und haben das Angebot angenommen, haben bis auf 3-4 Hektar, die sie jetzt noch haben, alles verkauft an die Mine, wurden auch eingestellt. Senior Flores, also der Mann, wurde eingestellt und Senior Felipe, der Bruder von der Ehefrau, also der Schwager, wurden eingestellt von der Mine. Haben dort 3 Monate gearbeitet und wurden dann ohne Gründe entlassen. Nach diesen 3 Monaten und standen dann ohne Arbeit und ohne Land da. Sie haben sich dann umgehört in den anderen Bauerngemeinden, da lief es genauso. Letztendlich wurden die nach 3 Monaten entlassen, um neue Bauern einzustellen. Die wurden auch wieder nach 3 Monaten entlassen, weil der Nachfolger gekauft wurde und so weiter und so fort. Familie Flores und Familie Felipe stehen jetzt ohne Land und ohne Arbeit da. Und verteidigen aber ihre letzten 3-4 Hektar, die sie da haben, bis aufs Blut. Wir haben ein Interview mit beiden gemacht. Natürlich spielt da Frustration eine ganz große Rolle. Alkoholismus natürlich, um die Frustration auch irgendwie wegzuspülen. Und was ich sehr, sehr beeindruckend fand, war, dass die Frau, Senora Flores,
bis zu dem Zeitpunkt relativ unscheinbar war. Das ist halt in den Anden so, dass der Mann die Gäste empfängt, das regelt und die Frau in der Küche, das ist übrigens die Küche da hinter dem Jungen, das was noch von der Küche übrig ist, das Essen kochte und wir uns die ganze Zeit gefragt haben, wir haben dort zwei Nächte übernachtet und waren völlig fertig mit der Welt, weil die ganze, also in diesem Haus, es war halt kalt, es war feucht, 24 Stunden rund um die Uhr war die ganze Zeit dieser Bergbaubetrieb zu hören. Es gibt kein Wasser, es gibt keine Elektrizität. Die Familie Philipp und Floris fahren nach Caramaca und holen sich ihr Wasser, ihr Trinkwasser zumindest, aus der Stadt und kaufen das teuer ein. Das Vieh wird immer noch mit dem Wasser aus dem Cuchulo bzw. aus dem künstlichen Kanal des Unternehmens getränkt. Ab und zu sterben die Tiere. Aber nach zwei Tagen waren wir eigentlich fix und fertig, weil zu dem Bergbau, zu der fehlenden Elektrizität, zu fehlendem Strom und zu fehlendem Wasser kommt eben dieser Bergbaulärm noch dazu, der Staub, der die ganze Zeit auch in der Luft hängt und, was ich besonders bedrückend fand, die Familie wird auch 24 Stunden lang von Yanacocha überwacht. Das heißt, es fahren ständig irgendwelche Sicherheitskontrollen vorbei, bleiben oben stehen, fotografieren die Leute. Als wir dort waren, gab es wirklich einen Menschen, der 24 Stunden lang auf dem Berg oben saß, bei Kälte, auf 4000 Metern wird es richtig kalt und feucht, und die ganze Zeit da saß und beobachtet hat und uns fotografiert hat. Und in so einer Situation haben wir uns natürlich nach zwei Tagen die Frage gestellt, wie haltet ihr das aus, wie schafft ihr das und gebt es nicht einfach auf. Und dann haben die uns gesagt, beziehungsweise die Frau hat uns gesagt, Signora Flores, also die dann zum Interview überreden konnten, dass sie es nicht einsieht. Das ist das Land ihrer Ahnen, das ist das Land ihrer Vorfahren, dort ist sie groß geworden, ihre Eltern, ihre Großeltern leben auf diesem Land, sie betreibt Landwirtschaft und sie sieht es nicht ein, sich von diesem Unternehmen vertreiben zu lassen, sich von diesem Unternehmen mit Füßen drehen zu lassen, respektlos behandeln zu lassen, und sie wird, egal wie die Umstände sind, nicht von diesem Land weichen, nur über ihre Leiche. Und das war wahnsinnig beeindruckend, wo diese Frau diese Energie hernimmt, diesen Mut, in dieser Situation die ganze Zeit zu leben und vor allem auch gegen so einen Gegner, der ja übermächtig wirkt. Aber sie halten immer noch durch. Jetzt zwei Jahre weg dort. Die Situation hat sich nicht wesentlich verbessert. Die Kinder ziehen natürlich alle weg. Also zwei Töchter sind jetzt noch da geblieben. Die anderen sind in die Stadt gezogen. Zwei Töchter sind da geblieben, um den letzten Teil an Landwirtschaft noch mitzubetreiben. Aber zumindest Senora Flores geht nicht weg. Und beharrt auf ihr Menschenrecht, vernünftig behandelt zu werden und auf ihr Menschenrecht eben auf dem Land leben zu können und sich selbst entscheiden zu können, wie sie sich wie Entwicklung bei ihr aussieht. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Dazu muss noch gesagt werden, um auch nochmal die Skrupellosigkeit des Unternehmens klar zu machen, die Familie hat keinen Strom. Wir haben in einer Nacht haben wir 4 Stunden lang an so einem blöden Generator rumgemehrt, um den zum Laufen zu bringen, um so ein bisschen Strom zu haben, ein bisschen Licht in die Hütte zu kriegen. Und es ist mega frustrierend, wenn man dann einen Schritt vor die Tür macht und dann diese Mine sieht, die hell erleuchtet ist nachts und da vor einem liegt wie so eine Großstadt und überall blinkt es und leuchtet es und das Unternehmen kriegt es nicht mehr fertig, ein Fünkchen Anstand und entgegenkommen zu zeigen und ein Kabel rüber zu legen in dieses Bauernhaus, damit die dort Licht haben. Also ich bin der Meinung, das ist strukturelle Gewalt und das ist eine Strategie des Unternehmens, um diese Menschen dort zu vertreiben und systematisch fertig zu machen. Und ich war wirklich nach zwei Tagen war ich fertig. Wie sie das durchhalten dort, ich weiß es nicht. Ein anderer Punkt, der die Verantwortungslosigkeit von Yanacocha darstellt, liegt schon eine Weile zurück. Das ist der größte Quecksilberunfall oder einer der größten Quecksilberunfälle der Welt. Fand statt am 2.6.2000. Und auf dem Weg von der Mine Yanacocha zur Küste ist ein Sicherheitstransporter des Unternehmens verunglückt im Dorf Choropamba und hat dort 151 Kilogramm Quecksilber verloren. Bis zu diesem Zeitpunkt war gar nicht klar, dass in der Mine Yanacocha überhaupt Quecksilber abgebaut wurde, weil Yanacocha bis zu diesem Zeitpunkt nur angegeben hatte, Silber und Gold abzubauen. Das heißt, die Menschen haben
sind davon ausgegangen, dass aus diesem LKW, da sehen Sie ja dort in der Mitte oben, diese silbrige Substanz, sind davon ausgegangen, dass es Silber sei und haben das mit bloßen Händen aufgesammelt. Wie Sie sicherlich alle wissen, ist Quecksilber hochgiftig. Und die Menschen sind auf die Straße geeilt, Kinder, ältere Leute, und haben dieses Quecksilber mit den Händen aufgesammelt. Kurze Zeit später kam der Sicherheitsdienst von Jana Kotscha, hat aber die Leute nicht darauf hingewiesen, dass das kein Silber ist, sondern Quecksilber ist, sondern hat sie dazu animiert, weiterzumachen mit dem Einsammeln, hat zwei Kontrollposten am Anfang und am Ende des Dorfes aufgestellt, und dort konnten dann die Menschen das aufgesammelte Quecksilber abgeben für, ich weiß nicht, was sie genau bekommen haben, ich glaube 8 Soles für 10 Gramm oder so, 2 Euro für einen ganz kleinen Gehalt. Und letztendlich wurden 2000 Menschen dort vergiftet. Das ist so zumindest die Statistik, die man bisher weiß, wo man es nachweisen kann. Die akuten Folgen des Einsammelns des Quecksilbers mit der Hand sieht man da unten. Also es ist richtig in die Haut eingezogen, weil das Problem ist, dieser Unfall ist am frühen Morgen passiert. Am frühen Morgen sind Temperaturen auf der Höhe in etwa, naja, so 8 bis 9, 10 Grad, also relativ frisch. Da hat das Quecksilber eine relativ feste Konsistenz. Wenn dann aber in den Anden die Sonne aufgeht und es Mittagszeit wird, dann kann da mal ganz schnell 22, 23, 25, 26 Grad herrschen. Und dann verändert sich auch die Konsistenz von Quecksilber. Dann löst es sich nämlich auf, wird flüssiger bis zu gasförmig. Und die Leute haben dieses Quecksilber in die Häuser getragen, haben das deponiert, haben natürlich gehofft, noch mehr zu bekommen, haben das gelagert, um dann möglichst viel abzugeben und dann möglichst viel Geld zu bekommen. Und dann um die Mittagszeit sind die ganzen Flaschen in den Häusern geplatzt, in den Boden gelaufen, in die Häuser gelaufen, so dass letztendlich nicht nur die Menschen, sondern auch der Boden und die Häuser von diesem Quecksilber vergiftet wurden. Die unmittelbaren physischen Folgen am Körper sieht man dann oben bei dem kleinen Mädchen und bei der älteren Dame, die das aufgesammelt hat. Unten rechts in dem Sarg, das ist der Bürgermeister von Chorupamba, der sehr intensiv dafür gekämpft hat, dass Jana Kotscha dafür verantwortlich gemacht wird und eine Entschädigung gezahlt. Er war einer der Vorkämpfer, der das Thema auch überhaupt erst richtig an die Öffentlichkeit gebracht hat. Aber er war nicht erfolgreich, er ist dann selbst an den Folgen des Quecksilbers vor 35 Jahren gestorben. Und bis heute hat Jana Kotscha keine Entschädigung bezahlt. Der Fahrer des Lasters wurde dafür verantwortlich gemacht, kam 5 Jahre ins Gefängnis und ist ein kleiner, einfacher LKW-Fahrer, der natürlich nicht finanziell für die Schäden aufkommen kann. Und die Leute haben bis heute keine Entschädigung bekommen, beziehungsweise die Geld von der Kutsche bekommen haben, das waren um die 2000 Soles, das war ein Abschweigegeld. Also weil natürlich die Leute sich immer wieder beschwert haben, diejenigen, die dann gesagt haben, okay, wir sagen, oder beziehungsweise der Kutsche ist auf die Leute zugekommen, hat gesagt, okay, wenn ihr jetzt stillschweigen bewahrt, dann kriegt ihr halt auch nur 2000 Soles und dann ist aber gut und dann unterschreibt ihr uns den Vertrag, dass ihr nichts mehr dazu über Tour sagt. Und das haben natürlich einige gemacht, bevor sie gar nichts bekommen. 2000 Soles sind etwa 600 Euro, 700 Euro. Ja. Und das Problem ist, unten links das Bild ist, ich war 2010, quasi ja, eigentlich 10 Jahre nach dem Unfall dort. Dort auf dem Boden liegt Alvarez Rosa, der war zu dem Zeitpunkt genauso alt wie ich, 29 Jahre, ein bisschen älter, er war 30, ich war 29 zu dem Zeitpunkt. Und Alvarez Rosa hat damals bei dem Unfall sehr fleißig gesammelt und hat eigentlich gedacht, er ist ganz gut weggekommen gesundheitlich, aber ab 2005, das ist das Gefährliche bei Mercurio, also bei Quecksilber, das ist eine Art tickende Zeitbombe für das Nervensystem und für die Organe des Menschen. Das kommt zeitverzögert. Und bei Alvarez Rosa hat das dann 2005 eingesetzt mit den ersten Lähmungserscheinungen, mit den ersten nervlichen Problemen. 2010, als ich da war, konnte er nur den Mund bewegen. Also er ist letztendlich vollständig gelähmt, liegt dort auf dem Boden. Seine Frau und seine kleine Tochter können ihm eigentlich auch nicht weiterhelfen, außer das Notwendigste zu machen, um ihr Leben zu halten. Aber ein Interview mit ihm war nicht möglich, er konnte seine Lippen bewegen, aber das, was rauskam, war halt nicht verständlich. Und was wirklich dramatisch ist, ist eben auch, dass
dass seine Tochter, dadurch, dass sie natürlich in der Umgebung lebt, die völlig von Quecksilber kontaminiert ist, eben auch erhöhte Quecksilberwerte hat, obwohl sie zu dem Zeitpunkt, als der Unfall geschehen ist, noch überhaupt nicht geboren war, sondern sie ist erst 2005 geboren, aber trotzdem schwer vergiftet ist. Und wenn man durch Chumbawamba läuft, wirkt es ihnen auf den ersten Blick, wenn man über den Markt läuft, wie normal ist, ein Dinas Hochlanddorf. Wenn man aber in die Häuser reingeht, dann ist es einfach nur schrecklich zu sehen, wie da jede Familie letztendlich ein Opfer zu beklagen hat, die entweder schon gestorben sind oder halt in diesem Zustand wie Alvarez Rosa, man muss sagen, vor sich hin vegetieren. Und wie gesagt, Jana Kotschein hat bis jetzt keine Verantwortung dafür übernommen. Ganz gut lässt sich das in dem Film Churupamba, The Price of Gold, nochmal nachvollziehen, wenn Sie den, können Sie bei YouTube zum Beispiel anschauen oder ihn auch bestellen. Neben dieser strukturellen Gewalt wie eben, kam es auch 2006, als die ersten großen Konflikte und das Bergbauprojekt entstanden sind, auch zu Todesopfern bei Bergbaugegnern. Mein Namensgedächtnis ist leider nicht ganz so gut, deswegen nehme ich einen kleinen Spicker zur Hilfe, der mit dem eingekreisten links oben, diesem Kreis um den Kopf. Das war Edmondo Becerro Codrina, einer der bekanntesten Bergbaukritiker in Cajamarca, sehr charismatischer Typ, hat vor allem sehr viele Bauern davon überzeugen können, sich von den Bergbauunternehmen nicht mehr in der Nase herumführen zu lassen, ihr Land billig zu verkaufen, sondern versucht, eine gewisse bäuerliches Selbstbewusstsein und bäuerliches Verständnis auch eben in der Konfrontation mit Jana Kotschein in den Verhandlungen zu schaffen. Und Edmundo wurde 2006 erschossen von Auftragsmördern. Es konnte nie wirklich nachgewiesen werden, dass es von Jana Kotschein einen Auftrag gegeben wurde. Die Auftragsmörder, zumindest zwei von denen, wurden bei späteren Polizeigefechten oder späteren Schießereien der Polizei getötet, sodass auch die Zeugen nicht mehr da waren. Ganz interessant ist, dass vor zwei Wochen ein ehemaliger hochrangiger Jana Kotschein Manager festgenommen wurde. Und der ist jetzt beschuldigt, diesen Auftrag zu haben. Er ist noch nicht verurteilt, aber er wurde immerhin festgenommen und die Anzeichen sind auf jeden Fall gravierend, dass er daran beteiligt war. Der Sarg, der da in der Mitte getragen wird, das ist der von Isaac Orellanos, der auch sehr stark engagiert war in der bergbaukritischen Bewegung in Cajamarca und erschossen wurde. Der unten links ist Castillo Correa Ueyama, das ist ein Todesopfer von einem anderen Bergbaufall in Piura, Maras, wo es zu schweren Menschenrechtsverletzungen durch ein britisches Bergbauunternehmen Monte Rico Metals kam, im Zusammenhang mit staatlichen Sicherheitskräften. Da oben ist das Waffenlager von der Sicherheitsfirma Forza von Jana Kotschein. Und in dem Zusammenhang ist es auch nochmal ganz wichtig und interessant zu erwähnen, dass es in Peru ein Gesetz gibt, das auch 1993 unter Alberto Fujimori erlassen wurde. Und in diesem großen Kreis der Investitionsverbesserungen für transnationale Unternehmen gehört. Und zwar, dass Polizisten und Soldaten in ihrer Freizeit, also in ihren Ferien, in ihrem Urlaub oder nach dem Dienst, auch für Privatunternehmen arbeiten dürfen. Und dessen machen sich sehr viele Polizisten und Soldaten zunutze, um eben dazu zu verdienen, weil die Bergbauunternehmen bezahlen wesentlich besser als der peruanische Staat. Und es kommt zu dem Punkt, dass, als ich in der Mine war, habe ich das selbst erlebt, fuhr ein Truppentransporter der DINOS-Einheit, das ist eine Antiterror-Spezialeinheit der peruanischen Polizei, vorbei. Und auf einmal stiegen die aus und wollten uns kontrollieren, was wir da auf dem Gelände zu suchen hätten. Wir waren aber noch eigentlich auf dem Bauernterritorium, aber was wir da zu suchen hätten. Und da bin ich auf das Thema aufmerksam geworden, habe da ein bisschen recherchiert. Und als sie mich da kontrolliert haben, waren die im Dienste von Jana Kotschein. Das Verrückte ist nur, in ihrer staatlichen Uniform und mit ihren staatlichen Waffen. Das heißt, für Außenstehende ist es nicht zu
sehen oder zu beurteilen, ob ein Polizist oder ein Soldat, dem ich gerade gegenüberstehe, in dem Moment für den Staat arbeitet und letztendlich für meine Sicherheit als Bürger zuständig ist, oder ob er in dem Moment für ein Bergbauunternehmen arbeitet oder für irgendein anderes Unternehmen und die Interessen dieses Unternehmens vertritt und mich letztendlich eventuell als Eindringling oder als Störenfried sieht. Und das hat natürlich, das unterminiert, das verwässert das Vertrauen der peruanischen Bevölkerung in die peruanischen Sicherheitsorgane, was natürlich ein ganz gefährlicher Punkt ist, weil wenn die Bevölkerung das Vertrauen in die Sicherheitsorgane und damit in den Staat verliert, dann erhöht das natürlich die Konfliktpotenziale. Und der Fall in Mapasco unten, der tote Castillo Correa Uyama liegt, das war so ein Fall. Dort haben Angestellte der privaten Sicherheitsfirma von Montarico Metals zusammen mit DINOS-Soldaten bzw. Polizisten 12 bergbaukritische Aktivisten entführt, darunter waren Lehrer, darunter waren Professoren, darunter waren Bauern, entführt, 3 Tage lang festgehalten in dem Bergbaucamp, dort gefoltert, die Frauen sexuell genötigt und auch einen der Geiseln getötet, beziehungsweise so zusammengeschlagen, dass er letztendlich an den Folgen gestorben ist. Und dafür hat der peruanische Staat Montarico Metals nicht zur Verantwortung gezogen. Und auch der Staat hat sich aus der Verantwortung herausgenommen, weil er gesagt hat, die Soldaten, die da noch beteiligt waren, die waren ja in dem Fall nicht bei uns angestellt, sondern in dem Punkt. Und hat eben auch den Sicherheitsangestellten mehr geglaubt als den Entführten. Und letztendlich konnte das alles nur bewiesen werden, weil einer dieser Entführer von diesen Sicherheitsangestellten Fotos gemacht hat, um damit anzugeben, und die an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und aufgrund dieser Fotos konnte dann Anzeige erhoben werden, wohlgemerkt aber nicht in Peru, sondern in Großbritannien, im Heimatland des Bergbauunternehmens Montarico Metals. Dort wurde das Unternehmen dann auch zur Entschädigungszahlung verurteilt. In Peru wurde bislang noch keiner für dieses Verbrechen, das war im Jahr 2005, verurteilt. Im Gegenteil, einer der Entführten und einer der aktivsten Bergbaukritiker in Piura, der auch dort mit gefangen war und gefoltert wurde, der wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Und unten die Militarisierung von Cajamarca. Ja, in Cocha geht das Gold aus. Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise, jetzt komme ich zum letzten Teil des Vortrags, wir gleich sind wir fertig, geben Sie mir noch 5 Minuten. Entschuldigung, es dauert natürlich wieder länger als meine 45 geplanten Minuten. Aber Yana Kotscha geht das Gold aus. Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise hat Yana Kotscha in den letzten Jahren die Abbauaktivitäten unheimlich intensiviert. Natürlich, wenn der Goldpreis am höchsten ist, dann operiert natürlich so ein Bergbauunternehmen richtig kräftig, weil wenn der Kurs nur ein bisschen sinkt, dann hängen da Millionen dran. Und dementsprechend hat Yana Kotscha in den letzten Jahren richtig viel gebuddelt, so dass die Reserven in der eigentlichen Mine Yana Kotscha langsam ausgehen. Der Alternativplan ist, um weiter Geld zu verdienen, ist Plan Conga. Links sehen Sie die bekannte Mine, die ich Ihnen vorhin schon ein paar Mal gezeigt habe, aus der linken Perspektive, die großen Kreise. Clemens arbeitet drin mit, kriegst dein Bier. Die großen Kreise, das ist das Erweiterungsprojekt von Yana Kotscha, das sogenannte Conga-Projekt. Dort will das Unternehmen Yana Kotscha, das habe ich gerade erwähnt, Yana Kotscha wird zu 53% von Human Mining, einem amerikanischen Unternehmen, betrieben, zu 42% von Buenaventura, das ist ein peruanisches Unternehmen, und zu 5% von der Weltbank, wo auch Deutschland zum Beispiel mit am Tisch sitzt in der Entscheidung. Die Weltbank beteiligt sich an Yana Kotscha, weil es 1993 als ein super tolles Entwicklungsprojekt für die Region Cajamarca gesehen wurde. Dass nur die Menschen zugute kommen. Das sind die Bedingungen für Weltbankbeteiligung. Und Yana Kotscha soll jetzt nach Tonga ausgeweitet werden. Und das hat erhebliche Proteste provoziert im letzten Jahr schon. Geht mit? Das ist Tonga. Ja, genau, das ist Tonga. Machst du mal einen Klick auf die nächste Folie?
So sieht das dann aus in der Projektplanung, also diese gelbe Umrandung, das soll dann Konga werden und das sind die verschiedenen Abbaustellen, genau dieses braune, dieses gelbe und so. Dort, also nicht in der ganzen Mine wird ein offener Tagebau gebuddelt, sondern an bestimmten Stellen. In den anderen Stellen sind eben diese Mary Crown-Lagen, wo es dann weiterverarbeitet wird, oder die Unterkünfte der Bergbauarbeiter. Aber die Punkte dort, die größeren Flächen, das sollen die offenen Tagebauten werden. Und das Problem bei Konga ist, dass die Menschen durch Yanakocha schon mitbekommen haben, was Yanakocha für einen immens negativen Einfluss auf den Wasserhaushalt der Region hat. Meine Gastfamilie hat mir vor 2 Monaten geschrieben, wir haben nur 2 Wochen, wir haben noch 2 Tage in der Woche Wasser. Als ich dort war, war die Wasserqualität und die Wasserquantität auch nicht gut, aber es war immerhin jeden Tag ein paar Stunden Wasser da. Mittlerweile ist es so, durch die erhöhten Bergbauaktivitäten, ist es so, dass selbst in der Stadt Cajamarca das Wasser ausgeht, weil die Quellen für die Wasserversorgung der Stadt kommen eben genau aus dem Bergbaugebiet. Und mittlerweile wird so viel Wasser verbraucht, dass eben für die städtische Bevölkerung Cajamarca auch kaum noch was übrig ist. Und teilweise die äußeren Stadtteile noch ohne Wasser sind, der innere Teil der Stadt noch 2 Tage Wasser hat. Und dort, wo Konga jetzt entstehen soll, wenn Sie jetzt nochmal die Kreise zurückdenken, unten links ist Yanakocha. Und da, wo diese ganzen blauen Lagunen liegen, da soll Konga entstehen. Das heißt, in dem letzten großen Wasserreservoir der Gegend soll ein Tagebau Komplex entstehen, der noch größer ist als die bisherigen hier, in der Endplanung. Bisher wird von 4 beeinträchtigten Lagunen gesprochen, aber wenn man das weiterdenkt, am Anfang von Yanakocha sollte auch nur eine Lagune betroffen sein und ein kleiner Kreis. In den letzten 20 Jahren, wie sich das weiterentwickelt hat, auf die 2 größte Goldmine Lateinamerikas, kann man davon ausgehen, dass auch Konga nicht auf einem Status Quo-Punkt bleiben wird, sondern sich auch weiterentwickeln wird. In der Anfangsplanung sollen 4 Lagunen betroffen sein, die trockengelegt werden. Diese Lagunen liegen eben genau in diesem Zentrum von dieser ganzen Lagunengegend dort. Und mit dem ganzen Wasser, was ja kontaminiert aus der Mine abfließt, sind natürlich auch die Lagunen betroffen, die nicht unmittelbar vom Bergbau beeinträchtigt werden, aber auch die Wasserqualitäten dort werden sicherlich beeinträchtigt werden. Deswegen gehen die Leute zurzeit in Cajamarca so intensiv auf die Straße und demonstrieren gegen das Konga-Projekt, weil es die letzte Wasserquelle, große Wasserquelle der Region ist. Die Militarisierung fand schon im November statt, hielt bis Mai an. Aufgrund der Proteste, die immer größer wurden, wo sich Stadtbevölkerung und Landbevölkerung vor allem auch in Cajamarca vereint haben, um gegen Konga zu demonstrieren. Hier ist Präsident Humala, der vorher als der neue Fidel Castro Südamerikas gesehen wurde, dann aber kurz nach, weil er vorher eben auch versprochen hat, Wasser ist wichtiger als Gold und wir werden das Unternehmen an die Leine nehmen und bessere Umweltauflagen, bessere Sozialauflagen machen und größere Abgaben Steuerabgaben für die Bergbauunternehmen, sodass eben auch eine Umverteilung des Reichtums nach unten stattfinden kann und eben auch keine natürlichen Ökosysteme mehr in dem Maße geschädigt werden, wie sie bisher geschädigt wurden. Das hat er alles vor der Wahl gesagt, dann wurde er Präsident, dann kam das Konga-Projekt auf den Tisch. Und Präsident Humala hat gesagt, obwohl er vor der Wahl gesagt hat, Konga kommt nicht durch, weil Wasser ist wichtiger als Gold, hat er seinen Stempel drauf gegeben und gesagt, klar, Konga, mach mal. Und da sind die Leute dann auf die Straße gegangen, vor allem die Leute, die ihn gewählt haben. Also Präsident Humala hat seine Wählerbasis in der ländlichen Bevölkerung, die ganz immens vom Bergbau betroffen ist. Und eben aufgrund seiner Wahlkampfrhetorik hat sie ihn auch gewählt, mit der Hoffnung nämlich eben, dass die Lebensgrundlagen nicht mehr vernichtet werden und dass sich die Lebenssituation verbessert. Aber Humala, kaum war Präsident, hat das genauso gemacht wie sein Vorgänger Garcia, hat Konga genehmigt. Die Proteste fanden statt. Die Stadt Cajamarca, Selendín und Bambamarca wurden vom Militär besetzt. Es gab 5 Tote, darunter 2 Minderjährige, die von der Polizei erschossen wurden. Es gab zahlreiche Schwerverletzte. Und die Proteste waren international, rechts in der Mitte sieht man eine Demonstration in Berlin, unter anderem auch von der Regionalgruppe meines Vereins, für den ich arbeite, die sich mit den Protesten der Peruanerinnen und peruanischen Gemeinde in Berlin solidarisiert haben.
Und aufgrund dieser erheblichen Proteste ist es jetzt zumindest zu dem Punkt gekommen, dass das Conga-Projekt dieses Jahr nicht durchgeführt wird, sondern es ein zweijähriges Moratorium gibt. Und dieses zweijährige Moratorium soll letztendlich die Umweltauswirkungen von Conga klären. Weil das ist auch ein großes Problem bei diesen Bergbauprojekten in Peru, dass es keine Umweltverträglichkeitsprüfung gibt, wie sie in vielen anderen Ländern vorgeschrieben ist. Das heißt, bevor so ein Projekt stattfindet, wird erstmal geschaut, welche Auswirkungen hat das überhaupt auf die Region, mit welchen Folgekosten müssen wir rechnen für die Region, also mit der Umweltverschmutzung, das wieder alles aufzuarbeiten, mit der Umsiedlung von Menschen. Das muss ja eigentlich alles in so eine Renditeplanung mit einbezogen werden, beziehungsweise auch in so eine verantwortliche Planung einbezogen werden. Aber da die Unternehmen und der Staat sich nicht wirklich um die Folgekosten ökologischer und sozialer Art kümmern, finden solche EIAs, also die Umweltgutachten, eben nicht statt oder sie finden oder das sind meistens Gefälligkeitsgutachten. Und aufgrund der Proteste gab es auch eine internationale Finanzierung von zwei sehr renommierten Hydrologen, einmal Professor Lejo aus Saragossa und einmal Professor Moran aus den USA, die beide festgestellt haben, dass Conga in dem Maßstab, wie es geplant ist, nicht durchgeführt werden kann, ohne erhebliche Umweltschäden und Sozialschäden zu verursachen. Die internationalen Proteste, die nationalen Proteste, diese Gutachten, überhaupt diese immense Kritik, haben letztendlich die Regierung dazu bewegt, erstmal zurückzutreten. Die Hälfte der Regierung ist im Mai zurückgetreten, also im April oder Mai. Ist der Premier Oscar Valdez und die Hälfte seines Parlaments zurückgetreten. Mittlerweile gibt es jetzt einen neuen Premier und der hat mit Humala zusammen beschlossen, eben dieses Conga-Projekt zwei Jahre lang auf Eis zu legen, so haben sie selbst gesagt, auf Eis zu legen. Aber die Berichte aus Caramaca sagen, das Projekt ist mitnichten auf Eis gelegt, sondern die Vorarbeiten, um in zwei Jahren dann das Bergbauprojekt durchzuführen, finden jetzt auch statt. Also jetzt werden schon Bodenproben genommen, es werden Basislager gebaut. Das heißt, es wird nicht abgewartet, was diese Umweltgutachten mit sich bringen. Es wird nicht nochmal von vorne geschaut, die Bevölkerung zum Beispiel mit einzubinden, ihnen Alternativen anzubieten. Das wird alles nicht gemacht, sondern es wird weiterhin eine Politik der vor allem Tatsachen durchgeführt und dieses Moratorium soll jetzt erstmal nur die Gemüter beruhigen, sodass international wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und national auch ein bisschen Ruhe reinkommt und Peru nicht die ganze Zeit schlechte Publicity hat wegen der Bergbaukonflikte. Die Basis der Gegenbewegung bzw. der bergbaukritischen Bewegung ist vor allem die Kirche. Aber da muss ich sagen, die Basiskirche, also vor allem die Kirche, die mit den Bauerngemeinden zusammenarbeitet, die Pfarrer, die wirklich tagtäglich mit den Bauern ihre Messer halten, die sind sehr aktiv in der bergbaukritischen Bewegung. Marco Rana ist ein sehr bekannter Name, aber auch viele andere Pfarrer engagieren sich sehr. Man muss aber sagen, dass die katholische Kirche, die Amtskirche in Lima, die Bischöfe auf Seiten des Staates und somit auf Seiten der Unternehmen stehen und eigentlich dieses Engagement der Basispfarrer nicht billigen. Die anderen sind natürlich die Bauernbevölkerung und die bäuerliche Bevölkerung, aber auch immer mehr die Bevölkerung in der Stadt, weil die jetzt eben auch immer mehr unter den Folgen, wie zum Beispiel des Wasserverlustes, leiden muss. Nochmal ganz kurz zum Abschluss zu dem, was ich eben auch gemacht habe, beziehungsweise was die Umweltorganisationen dort vor Ort machen, ganz oben links ist der Padre Segundo, der sehr eng mit Cofides zusammenarbeitet und in Pocahontas predigt und sehr darauf bedacht ist, eben auch seine Gemeinde über Umweltproblematiken und soziale Geschichten im Zusammenhang mit Bergbau aufzuklären. Cofides macht sehr viel Nachhaltigkeitsbildungsunterricht und Ernährungsunterricht, was natürlich vor allem auf die lokale und regionalen Spezialitäten, die Bauern und die Bevölkerung zu eichen, zu sagen, ihr habt hier eine Menge zu verlieren. Es gibt nicht alles neu im Supermarkt zu kaufen, sondern die Landwirtschaft ist unheimlich wichtig, um die Ernährung eben auch bewusst zu halten. In der Mitte links werden Bauern in der Entnahme von Wasserproben geschult. Also um selbst festzustellen,
wie ist das Wasser in Ihrer Umgebung, kann ich das nutzen für den menschlichen Gebrauch oder für die Landwirtschaft, für die Viehwirtschaft. Das sind so Basiskenntnisse und Basisequipment, was den Bauern zur Verfügung gestellt wird. Dann rechts in der Mitte ist natürlich auch der Versuch, die kulturellen Werte der Landbevölkerung aufrechtzuerhalten. Das ist eine Pachamama-Zeremonie, also dieser Glaube an die Mutter Natur, an deren, an deren natürliches, logisches System, dass wenn man einen Teil der Natur verändert, dass das unmittelbare Folgen auf auch alle anderen Teile der Natur hat, in der Umgebung. Das ist ein tiefer, immanenter Glaube der Bauernbevölkerung und der Andenbevölkerung, der in unmittelbarer Zusammenhang mit diesem Maharaja-Glaube steht. Links unten ist natürlich Aufklärung und Bildungsarbeit über Medien, wie zum Beispiel Radio oder auch lokal TV-Sender. Und rechts, das ist noch Marco Arana, der Gründer von Profiles, mittlerweile der Gründer der ersten, sagen wir mal, grünen Partei in Peru, der Libertad, der ersten politischen Bewegung, den ich damals für meine Recherchen eben auch interviewt habe. Und hier nochmal zwei Karikaturen von Carlin, dem bekanntesten Karikaturisten Perus. Magst du das vielleicht übersetzen, Claudia? Eres pobre, si me vendes tu cerro y tu laguna, tendrás platita. Also das Bergbauunternehmen sagt zu der Familie, die da vor der Hütte steht, du bist arm, aber wenn du mir dein Berg und deine Lagune verkaufst, dann wirst du Geld haben. Und dann antwortet der Bauer, aber wenn das Geld dann alle ist, dann werde ich noch nicht mal einen Berg und auch keine Lagune haben. Und dann dazu sagt dann der Bergbauarbeiter oder der Chef, du bist ein Ignorant. Und unten steht como perito, lo menos que puedo decir es que esta laguna es una verdadera maravilla. Das ist ein Tourist, der sagt, ah ja, diese Lagune, die ist wunderschön. Und der Bauer fragt für das Ökosystem und der Tourist, beziehungsweise wahrscheinlich der Investor, nein, para llenarla con desmonte y ahorrarte la excavación. Nein, um sie mit Müll zu füllen und dir auch das Buddeln zu ersparen. Vielen Dank für eure Illustration. De las empresas mineras es bastante baja y aporte un poco agradeciendo a David quizá para su Verein, para su asociación Rettet den Regenwald por su presencia aquí esta noche por compartir con nosotros su conocimiento y sus experiencias y renumerar un poquito cada uno da una donación para esta su asociación. Nochmal auf Deutsch vielleicht, vielen Dank an David und als kleines Dankeschön an David für seinen freiwilligen Vortrag heute Abend. Wäre schön, wenn jeder von uns